Willkommen zum Duell zur Wahl von Jugend prägt, wo Jugendpolitiker über eure Themen diskutieren. Heute geht es um Digitalisierung, eine der Zukunftsfragen, die uns beschäftigen wird. Mit dabei sind Laura Wahl, Landtagskandidatin von den Grünen, und Philipp Riegel, er ist der Landesvorsitzende der Jungen Liberalen und Kandidat auch für den Landtag. Philipp, du hast wieder Zeit für dein Eingangsstatement, euer Programm zum Thema Digitalisierung. Also Digitalisierung ist eine große Chance für unser Land. Das ist uns ganz wichtig, das zu fördern. Wir wollen vor allem den Breitbandausbau im ländlichen Raum fördern. Wir wollen einen Digitalpakt für Thüringen ermöglichen. Wir wollen digitale Bildung in der Schule stärken, mit sowohl bei der technischen Ausstattung als auch bei der Weiterbildung und im Lehrplan und in den Stundentafeln. Und für uns ist es wichtig, das Smart City Konzept und E-Government zu betreiben. Und für uns ist Datenschutz wichtig, aber er muss ohne Bürokratie vonstatten gehen. Danke, Philipp. Und Laura, du bist dran. Ja, als Grüne sehen wir die Digitalisierung als eine Querschnittsaufgabe, die in allen Politikbereichen mitgedacht werden muss. Wir haben deshalb drei Grundsätze definiert, anhand derer wir die digitale Entwicklung in Thüringen vorantreiben wollen. Und das ist einmal die digitale Resilienz zu stärken, das heißt, dass ich die Kontrolle über meine Software und Hardware habe. Das ist ein Recht auf Konnektivität, also an die Verbindung ins Internet, und dazu gehört auch ein umfassender und praktikabler Datenschutz. Danke, Laura. In Zukunft werden ja auf uns Arbeitnehmer ganz andere Anforderungen gestellt, eben durch die Digitalisierung. Wir werden ganz andere Aufgaben zu erledigen haben. Wie wollt ihr die Arbeitnehmer der Zukunft, also sprich die Jugend von heute, auf diese neuen Aufgaben vorbereiten? Also ich glaube, einerseits ist es auch wichtig, ganz wichtig, dass wir die Leute, die jetzt schon im Arbeitsmarkt sind, darin unterstützen, sich im Bereich Medienkompetenz fortzubilden. Das kann zum Beispiel darüber funktionieren, dass Rot-Rot-Grün ja eine Bildungsfreistellung für ArbeitnehmerInnen ermöglicht hat, wodurch alle ArbeitnehmerInnen 5 Tage im Jahr sich freistellen lassen können und sich eben zu einem Thema, was sie interessiert, fortbilden. Und dazu könnte zum Beispiel digitale Themen gehören. Andererseits ist es natürlich ganz wichtig, digitale Bildung auch in der Schulbildung schon mitzudenken, ab dem Kindergartenalter eigentlich. Und ein Punkt, den wir auch voranbringen wollen, ist die digitale Medienkompetenz auch in der LehrerInnenausbildung als einen Grundstein mit reinzubringen. Auf die digitale Medienbildung, Medienkompetenz kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Erst will ich nochmal Philipp die Gelegenheit bieten, allgemein zu antworten, die großen Veränderungen in der Arbeit. Wie wollt ihr denen begegnen? Auf jeden Fall geht das für uns auch primär über die Bildung, und wir wollen eben eine Digitalisierungsstrategie für die Schulen. Und das ist eben nicht nur so, dass die Schulen mit Tablets oder mit Whiteboards ausgestattet werden, sondern es muss die nötigen Fächer geschaffen werden, die Lehrerinnen und Lehrer müssen weitergebildet werden, müssen dafür auch sensibilisiert werden, und natürlich muss in der Lehramtsausbildung auch digitale Methoden eine Rolle spielen, das tun sie jetzt nicht. Und wir leisten uns zurzeit das Privileg, digitale Pilotschulen zu fördern. Für uns ist das nur Gießkannenprinzip. Wir wollen, wenn, dann alle Schulen gleich ausstatten und dann eben auch mit den jeweiligen Methoden ausstatten. Dazu schlagen wir auch vor, den Informatikunterricht abzuändern in einen Digitalunterricht, um dies dann auch in der Stundentafel bemerkbar zu machen. Des Weiteren wollen wir allen die Chance bieten, auch Weiterbildung zu betreiben, auch im beruflichen Leben. Von daher muss das alles unter einem Gesamtkonzept Digitalisierung gepackt werden. Laura, wie sieht grüner Medienunterricht aus? Also eine Sache, die wir gerne voranbringen möchten, ist, dass wir die kommunalen Medienzentren zu digitalen Schnittstellen verändern oder fortentwickeln. Ganz kurz, was heißt das? Also kommunale Medien? In den kommunalen Medienzentren wird zurzeit die Infrastruktur für die Schulen bereitgestellt, aber das sind zum Beispiel manche Stellen noch mit Dias beschäftigt und kümmern sich um solche Sachen. Und wir glauben, dass es sinnvoll wäre, dass die als der zentrale Dienstleister für die Schulen in den Landkreisen sich um so Sachen kümmern wie Serverinfrastruktur, dass es zum Beispiel digitale Klassenzimmer geben kann und dass da auch die PädagogInnen unterstützt werden und es eben nicht auf sich allein gestellt alles bewältigen müssen. Genau, das ist so ein Ansatz, um da einfach die nötige Infrastruktur zu haben. Ein anderer Punkt zum Beispiel ist, dass es endlich mal eine einheitliche Schulverwaltungssoftware braucht, weil das einfach ein Flickenteppich ist, wo jede Schule was anderes macht, und das wäre eine große Vereinfachung, wenn wir das vereinheitlichen könnten im Land.
Die Bundes- dort muss ich nochmal einführen, da muss auch wirklich Handlungsbedarf sein. Das ist in letzter Zeit nicht passiert. Wenn man in den Wartburgkreis schaut, dort gibt es 2 IT-Beauftragte für alle Schulen. Und die Leute kommen nicht hinterher. Da muss man den Server ein Jahr vorher bestellen, damit dann derjenige da ist. Und ich denke, da müssen wir sofort handeln. Und das hat in letzter Zeit nicht so sehr stattgefunden. Die Bundesregierung hat schon einen Digitalpakt Schule beschlossen. Bis 2023 soll es 134 Millionen Euro für Schulen geben. Das ist schon mal eine Menge. Das ist ein Anfang. Wie geht ihr mit diesen Geldern um? Wo wollt ihr die rein investieren? Was sind eure Prioritäten? Also die Prioritäten liegen nicht nur in der Infrastruktur, sondern auch in der Ausbildung. Aber sie liegen natürlich auch in der allgemeinen Schulinfrastruktur. Ich habe mit einer Schulleiterin gesagt, die hat gesagt, was nützt mir das WLAN, wenn mir im Sekretariat die Decke auf den Kopf fällt. Also wir wollen auch sehen, dass wir als Land auch die Kommunen bei der Sanierung der Schulen unterstützen. Aber das Geld vom Digitalpakt soll natürlich für digitale Medien und vor allem eine Erstausstattung für Schulen investiert werden, aber auch für ein großes Rahmenprogramm, das sich dann eben im Beispiel einer noch zu entwickelnden Strategie, Hauptsache sie ist gesamtheitlich, in dieser Strategie sich dann bewegt. Und dann können wir dort das Geld sicher und gut und zukunftsorientiert anlegen. Laura? Also ein Punkt, den wir auf jeden Fall auch voranbringen sollten, ist, dass wir digitale Medien viel mehr im Unterricht selbst nutzen. Also dass es zum Beispiel auch gerade in Schulen auf dem Land eher einen fächerübergreifenden Unterricht geben kann, wo aber auch Kinder eigenständig dank Konzepte auf einem Tablet oder so unterrichtet werden können. Und dazu gehört auch einerseits, dass wir zum Beispiel den Bring Your Own Device Ansatz voranbringen, also dass Kinder mit dem Smartphone, was sie vielleicht eh schon haben, in der Schule sich beschäftigen und da auch gleich eine Medienkompetenz entwickeln. Aber natürlich auch, dass überhaupt alle Kinder Zugang zu solchen Geräten haben können und vor allem auch die Lehrer. Also das ist im Moment noch nicht so, dass alle LehrerInnen in Thüringen eine E-Mail-Adresse haben sie jetzt, aber unser Ansatz ist, dass sie bald auch alle ein arbeitsfähiges Endgerät zur Verfügung haben. Auf wie viele Jahre sind diese Maßnahmen angelegt? Ich frage das euch beide. Klar, die Digitalisierung hört nicht auf. Aber eure Forderung, eure Versprechen, bis wann wollt ihr die einlösen? Welche Zeiträume stellt ihr euch da ganz allgemein vor? Ich denke, diese Infrastrukturfragen wie ein Endgerät für LehrerInnen, das sollte in den nächsten 5 Jahren auf jeden Fall bewältigbar sein. So was schafft man in 5 Jahren, wenn man sich damit beschäftigt. Ja. Philipp hatte schon den Programmierunterricht angesprochen, den ihr etwas verändern wollt. Wie seht ihr es? Wird es mit euch Informatik? Wird das ausgebaut? Wird es das früher geben, für alle verpflichtend? Seid ihr mit dem Status quo zufrieden, Laura? Also wir schreiben im Wahlprogramm, dass wir gerne in den Dialog darüber gehen möchten, ob ein Informatikunterricht nötig ist und wenn ja, wie der ausgestaltet werden kann. Ich bin da durchaus offen. Ganz wichtig ist, glaube ich, dass SchülerInnen einfach verschiedene Dinge in der Bildung lernen. Das ist einmal, dass sie ein grundsätzliches Technikverständnis aufbauen, um zu verstehen, okay, wie funktionieren diese Geräte überhaupt, dass sie lernen, wie man Geräte bedient und natürlich auch ein Reflexionsvermögen, also dass Menschen, und ich glaube, das ist einfach für alle Menschen aktuell wichtig, lernen zu reflektieren, was für Informationen bekomme ich hier gerade über Social Media in meinen Feed gespült und sind die totale Wahrheit oder kann es sein, dass es sowas auch wie Manipulation gibt? Das sind so auch dann soziale Kompetenzen, die gestärkt werden müssen, weil die in der Anwendung und auch für unsere Gesellschaft total wichtig sind. Genau, das ist eben auch die soziale Ebene, auf die man Digitalisierung immer beziehen muss und da ist es ganz wichtig, dass Schüler eben nicht nur das Wissen und das Sachwissen in der Schule lernen, sondern auch Werte und auch Umgang und verschiedene Dinge. Denn irgendwann, vielleicht in der Zukunft, werden so Sachen wie Informationsverarbeitung mal durch Maschinen ersetzt. Und dann kommt es wirklich darauf an, dass die Kinder von heute auch wissen, wie sie miteinander umgehen können. Werte, Verhalten in der Gesellschaft. Und das ist uns auch ein ganz wichtiger gesellschaftlicher Aspekt. Und deswegen ist es wichtig, digitale Bildung eben im Rahmen eines Programms auch zu machen. Natürlich auch Quellenkritik und das Thema Fake News und Bullshit-Meldungen sind natürlich da auch ein großer Bestandteil. Und die Vermittlung dieser Inhalte würde in einem eigenen Fach, Medienkunde, wie es ja oftmals gefordert wird, stattfinden, ja. Oder?
Genau, in einem Digitalunterricht, wie das Fach dann genau heißt, muss man dann, wenn man sich über die Inhalte und alles Gedanken gemacht hat, muss man sich dann sagen, wir haben es genannt Digitalunterricht in unserem Programm. Und das wäre ein eigenes Unterrichtsfach oder das wäre fächerübergreifend, weil die Digitalisierung macht natürlich nicht vor Fächern wie Deutsch, Englisch halt. Nun muss man halt sehen, das ist immer so, wenn man neue Fächer schafft, wir haben eine relativ zeitlich enge Stundentafel und es ist natürlich immer gut zu sagen, ich würde das gerne noch haben, ich würde das gerne noch haben, ich würde das gerne noch haben. Und da ist es wirklich wichtig, die Fächer untereinander zu vernetzen, denn man will ja nicht andere Fächer, die wichtig sind, wie Mathematik und Deutsch, will man ja deswegen nicht streichen, aber man versucht ja in die Stundentafel einzugreifen. Von daher muss es natürlich auch einen Vernetzungscharakter haben und das muss man dann in Rahmenplänen und auch im Bildungsplan bis 18 Jahre genau festlegen, wie und in welchem Zustand der Digitalunterricht ein eigener Unterricht ist, der einen beratenden Charakter auf andere Fächer hat. Das muss man dann genau festlegen, diese Kriterien. Und das werden wir dann tun, sollten wir in Verantwortung kommen oder sollten wir in den Landtag kommen und dazu Gesetze schreiben. Eine der Voraussetzungen dafür, dass gerade in Schulen auf dem Land das digitale Zeitalter keinen Halt macht, ist ja, dass die Internetverbindung schnell genug ist. Deutschland hinkt beim Breitbandausbau immer noch sehr hinter anderen europäischen Ländern. Thüringen, gerade als ländlich geprägtes Land, ist da natürlich nochmal besonders betroffen. Welche Pläne habt ihr für den Breitbandausbau, dass endlich alle Regionen mit schnellem Internet versorgt sind? Den Breitbandausbau müssen wir auf jeden Fall noch stärker voranbringen, weil das nicht nur eine wirtschaftliche Standortfrage ist, sondern auch einfach eine Gerechtigkeitsfrage, dass alle Menschen Zugang zum Internet haben. Thüringen hinkt da noch hinterher, hat aber tatsächlich auch in den letzten Jahren verstärkt aufgeholt, also stärker als andere Länder das gemacht haben. Das heißt, den Weg wollen wir vorangehen. Rot-Rot-Grün hat da auch, ich hoffe, ich bin jetzt richtig, 30 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und die Fördermittel sind eigentlich da. Das Problem ist im Moment eher, dass die Unternehmen einfach gar nicht hinterherkommen, das zu bewältigen, weil es so einen infrastrukturellen Sanierungsstau gibt sozusagen oder Entwicklungsbedarf. Aber das müssen wir auf jeden Fall weiter fördern und da auch den Unternehmen zum Beispiel durch eine Landesbehörde, die Synergien zusammenbringt, weiter vorantreiben. Wir setzen da natürlich auch auf Innovation und auf wirtschaftliche Unterstützung vor Ort. Wir haben uns vorgenommen, einen Digitalpakt für Thüringen aufzustellen, der sich sowohl aus Land, Bund und aus wirtschaftlichen Unternehmen vor Ort zusammensetzt, um dort eben für die Infrastruktur in den Gewerbegebieten zu machen. Und es ist ja auch so, dass wenn man von Jena nach Gera fährt mit dem Zug, dann weiß man ja ungefähr, wie es mit dem Breitbandausbau in Thüringen aussieht und wie es auch mit den mobilen Daten in Thüringen aussieht. Wirtschaftsförderung, Start-ups werden immer wichtiger im Zeitalter der Digitalisierung, neue Technologien bereitzustellen, vielleicht für Probleme oder Lösungen zu schaffen, für die vorher noch gar nicht denkbar waren. Thüringen ist bisher jetzt nicht als Silicon Valley Deutschlands bekannt. Was wollt ihr denn für die Start-up-Förderung tun, für den Ausbau? Für die Förderung von Unternehmensgründungen. Laura. Also wir sind der Meinung, was ich vorher mit digitaler Resilienz schon angesprochen hat, dass vor allem Open-Source-Lösungen und Quellcode, also wo der Quellcode offen liegt, solche technischen Möglichkeiten gefördert werden sollten. Und wir finden, dass gerade hier auch ein Förderschwerpunkt in Thüringen sich entwickeln könnte und wollen das auf jeden Fall voranbringen, Startups, die in die Richtung forschen. Ansonsten müssen wir zum Beispiel Coworking Spaces, Hackathons fördern, weil das kreative Orte sind, wo neue Dinge entstehen können. Genau. Philipp, was ist euer Unterschied zu der grünen Startup-Förderung? Die Open-Source-Variante ist natürlich auch so, dass dadurch auch innovative Technologien und innovative Daten weitergegeben werden und das ist für die Wettbewerbssituation nicht so gut. Wir wollen Gründer auf jeden Fall fördern. Ich denke, Thüringen hat da auch ein Potenzial, gerade auch im ländlichen Raum, da was zu machen. Das geht über den Breitbandausbau hinaus, hin zu Bürokratieerleichterungen. Das Bürokratie- und steuerfreie Jahr für Gründer wollen wir einführen, sodass Gründen in Thüringen einfach einfacher wird. Bürokratieabbau auch mit den Grünen? Genau, ja, da hat ja Rot-Rot-Grün auch schon vorgelegt mit dem E-Government-Gesetz, durch das zum Beispiel einige Behördengänge schon jetzt online erledigt werden können.
was total klasse ist, weil das für die BürgerInnen Zeit erspart, aber auch den Weg in die nächste Verwaltungsbehörde. Das wollen wir auf jeden Fall ausbauen und da noch mehr Informationen und Dokumente online zur Verfügung stellen. Was ist nötig für den Ausbau, um das möglich zu machen? Die Verwaltung auszubauen ist immer einfach zu sagen, aber welche konkreten Maßnahmen wollt ihr da ergreifen, um das zu erleichtern? Bitte in kurzer Antwort. E-Government. E-Government-Ausbau. Die Kommunen brauchen die Unterstützung, vielleicht durch eine Landesbehörde, weil ganz viele Verwaltungsprozesse ja vor Ort geschehen und die dürfen nicht mehr Belastung bekommen, sondern brauchen deine Unterstützung, wie sie das eben umsetzen können. Genau, E-Government, ganz kurz, was wir uns da vorstellen, eine landesweite Zentrale, die dann mit den Kommunen auf digitaler Ebene zusammenarbeitet und somit die Daten verwalten kann. Das geht für alle, das wird für alle Bürger wichtig sein und man macht endlich richtige Digitalisierung vor Ort in den Kommunen. Danke an euch beide für eure Vorschläge und Ideen, was die Digitalisierung angeht. Und wir schauen uns noch an, was die anderen Parteien dazu für Ideen haben. Ja, beim Thema Digitalisierung hat Thüringen im Moment die rote Laterne. Das muss sich ändern. Thüringen muss digitales Spitzenland werden. Und da sind uns drei Punkte wichtig. Das erste ist, wir brauchen Breitbandausbau bis in jeden Kuhstall, überall in Thüringen. Das zweite ist, wir müssen den Digitalpakt an den Schulen umsetzen. Unsere Schulen müssen digitaler werden. Und dritter Punkt, ganz generell, mich nervt es auch immer, wenn ich irgendwo bin und das Handy funktioniert nicht. Wir müssen dringend Funklöcher stopfen. Das ist eine wichtige Aufgabe. Wir leben im digitalen Zeitalter und das heißt, dass alle Menschen auch die Möglichkeiten haben sollten, auf Internet zuzugreifen und ein Recht auf ein digitales Leben zu haben. In Thüringen ist das leider gerade nicht der Fall. Gerade im ländlichen Raum, wo 80% der Bevölkerung leben, ist ein Internetzugang leider nicht immer zur Verfügung. Und da muss man einfach klar sagen, dass es ein Marktversagen ist, dass da private Anbieter nicht ihrer Verpflichtung nachkommen und dass dort der Staat stärkere Möglichkeiten haben muss zu intervenieren, den Breitbandausbau voranzutreiben. Und was uns sonst noch wichtig ist, sind zum Beispiel, dass wir Freifunkinitiativen vorantreiben wollen, dass wir E-Sport fördern wollen oder auch, dass zum Beispiel die MAG weiter gestärkt und gefördert wird. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann fallen uns sofort Begriffe ein wie Breitbandausbau oder mobile Daten. Natürlich sind das Punkte, die abgearbeitet werden müssen, denn am Ende zählt es, dass in Thüringen überall Internet da ist. Gleichzeitig sage ich aber auch, Digitalisierung betrifft alle Lebensbereiche. Wir müssen also als Land dafür sorgen, dass wir die Bildung digitalisieren, aber auch bei dem Transformationsprozess innerhalb der Arbeitswelt dafür sorgen, dass Qualifizierung da ist und dass viele Thüringerinnen und Thüringer, die vielleicht nicht mehr den Job haben werden, den sie jetzt ausführen, trotzdem eine sichere Jobchance haben. Dann danke Philipp und Laura, dass ihr am Duell teilgenommen habt. Verpasst doch nicht die anderen Videos zum Duell zur Wahl, wo die Themen diskutiert werden, die unsere Generation bei dieser Wahl bewegen. Und vergesst außerdem nicht, am 27. Oktober für die Partei zu wählen, die euch am meisten überzeugen konnte. Danke fürs Zuschauen. Ciao.